Radio 7 Drachenkindermarmelade wird hergestellt von der Firma Simmler in Lauchringen im Südschwarzwald. Und da wir natürlich unbedingt wissen wollen, wie so eine Marmelade hergestellt wird, sind wir heute einfach mal hergefahren. Simmler stellt Konfitüren her, beziehungsweise ganz viele verschiedene fruchtige Produkte. Köstlich fruchtig ist unser Slogan und wir verarbeiten die verschiedensten Früchte zu fruchtigen Brotaufstrichen. Wie sieht's aus in diesem Jahr? Was ist der besondere Trend vielleicht? Bei uns ist der große Trend die Schwarzkirsche als regionale Frucht aus dem Markgräfler Land. Da haben wir auch 6 verschiedene Varianten und ansonsten greifen wir verschiedenste Trends auf. In letzter Zeit zum Beispiel als Kontrapunkt zu dem Thema süß mal was Salziges dazu. Wir haben zum Beispiel eine Schwarzkirsche mit Fleur de Sel oder schon vor ein paar Jahren haben wir den Trend Holunderblüte aufgegriffen und haben eine Schwarzkirsche und Holunderblüte, unsere Weltmeistersorte. Ja, jetzt im Moment produzieren wir die Schwarzkirschkonfitüre und es ist die Zeit für die Schwarzkirschen, die kommen aus dem Markgräfler Land direkt hierher, ganz frisch, werden bei uns gebadet, werden bei uns verlesen, werden bei uns entsteint und werden dann bei uns weiterverarbeitet. Wir haben große Kochkessel, da füllen wir die Schwarzkirschen ein, wir geben Zucker dazu, ein bisschen Pektin, damit eine Gelierung stattfindet und dann geht es schon weiter. Die ganze Sache wird abgefüllt in Gläser oder in Eimer, in Dosen, in kleine Portionsbecher und kommt dann in Kartons, geht ins Lager und wird versendet. Was genau sind denn die Herausforderungen bei einer Marmeladenproduktion? Worauf achten Sie, dass die Qualität stimmt? Ganz am Anfang stehen hervorragende Früchte. Ohne die hervorragenden Früchte keine hervorragende Konfitüre. Das ist schon mal der große Punkt der Auswahl. Und dann die Prozesse. Wir produzieren unter Vakuum, das heißt, wir kochen die Produkte sehr schonend ein. Und noch ein paar Geheimnisse, die ich jetzt nicht verraten werde. Eine neue Sorte entsteht meistens durch eine Idee, die irgendwo herkommt. Wir essen ja selber auch sehr gerne die verschiedensten Dinge. Da entstehen Ideen über den Genuss. Und dann geht es meistens in der Küche zu Hause los, dass tatsächlich im Kochtopf die Früchte der Sortenkombination, die ich mir ausgedacht habe, eingekocht werden. Dann werden die Produkte hier verkostet, die ersten Testprodukte. Wir haben im Haus verschiedene Mitarbeiter, die DLG-Prüfer sind. Das heißt, es sind also dann Zungen, die ganz in Geschmack und Genuss ausgebildet sind. Und sobald da dann das Okay kommt und das Team insgesamt sagt, jawohl, an das Produkt glauben wir, geht es dann auch schon direkt in den großen Kochtopf und auf die große Anlage mit ersten richtigen Versuchen. Wie viele Produkte von wie vielen Ideen schaffen es letzten Endes und wie lange dauert es von der Idee bis zum fertigen Glas? Wie viel schaffen ist ganz, ganz unterschiedlich. Bei den letzten 3 Schwarzkirsch-Innovationen, die wir an den Markt gebracht haben, hatten wir rund 7, 8 verschiedene Sorten in der Auswahl und der Vorlauf beträgt so rund ein halbes Jahr. Wir wissen jetzt, wie die Produktion funktioniert, aber wir wissen noch nicht, wie die Marmelade am Ende schmeckt. Und genau das werde ich jetzt noch herausfinden. Welche Marmelade darf ich denn einfach mal probieren jetzt? Dann probieren Sie doch einfach eine von unseren 6 Schwarzkirschvarianten. Suchen Sie sich eine Sorte aus. Dann nehme ich einfach Schwarzkirsche Holunderblüte. Das klingt auf jeden Fall ziemlich lecker. Sehr gern. Okay. Schmeckt schon mal richtig, richtig lecker und ich bin mir sicher, dass die Radio 7 Drachenkindermarmelade mindestens genauso gut schmecken wird.